So, hallo und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen am heutigen Webinar zum Thema Fernunterricht, Remote Working und wie man das Ganze mit Text mit Software machen kann oder besser gesagt, wie Text mit Software Sie dabei unterstützen kann. Wo wir jetzt alle ja so ein bisschen in einer eher Remote-Situation wahrscheinlich sitzen und uns umstellen müssen, wie wir mit unseren Schülern, Studenten, Arbeitskollegen, Kunden und so weiter kommunizieren. Bevor wir kurz noch zu mir selbst, mein Name ist Anton Bollen, ich bin der Customer and Market Strategist für die Firma TechSmith und ich werde das Webinar heute für Sie leiten. Ich bin leider heute alleine unterwegs, meine Kollegin musste leider weg. Aus diesem Grund werde ich beim Fragefenster mich, Entschuldigung, deswegen werde ich das Fragefenster zwar die ganze Zeit im Auge behalten, aber es kann sein, dass dann spezielle Fragen zwischenzeitlich kurz warten müssen, bis sie beantwortet werden. So, bevor wir jetzt weiter einsteigen, würde ich ganz gerne noch zwei, drei Housekeeping, also so Einführungssachen kurz Ihnen mitteilen. Und zwar an der ersten Stelle werden wir das Webinar heute aufzeichnen. Das heißt, Sie werden auch heute Nachmittag dann von mir eine E-Mail bekommen, wo Sie die Aufzeichnung drin haben. Das heißt, Sie können sich das Ganze noch einmal in Ruhe anschauen oder es auch gerne an Kollegen oder Kolleginnen weitergeben, die jetzt heute nicht dabei sein konnten. Gut, der zweite Punkt, ich habe es gerade eben schon erwähnt, es gibt in diesem GoToWebinar eine Fragefunktion und ich würde Sie auf jeden Fall auffordern und so auch und hoffe, dass Sie die auch benutzen werden. Die Fragen werden mir während des Webinars dann auch zugespielt. Allerdings werde ich dann, wie gesagt, nicht jederzeit sofort darauf antworten können. Allerdings habe ich innerhalb des Webinars drei Stellen eingebaut, wo ich mir eine kurze Pause erlaube, um mir die Fragen anzuschauen und dann auch direkt darin zu antworten. Also wenn Sie eine Frage haben zu dem Gezeigten oder auch allgemein, bitte gerne in das Chatfenster stellen und ich werde mein Bestes tun, darauf einzugehen. Gut. So, was steht jetzt noch an? Also der Plan für heute, Fernunterricht und Remote Working mit TextMiss Software. Und zwar machen wir einen Spagat zwischen mehreren Programmen, die wir uns ein bisschen anschauen. Zum einen Snagit und da will ich vor allem auch auf die Möglichkeiten der Videoerstellung eingehen. Darüber hinaus ein weiteres Tool, Video Review, das wir momentan noch kostenfrei anbieten. Das werde ich ebenfalls kurz anschneiden. Und dann im letzten Teil des Webinars werden wir uns auch noch das andere Produkt von TechSmith, nämlich Camtasia, der letzte Punkt hier auf der Liste, anschauen und auch hier einen kleinen Einstieg machen, wie man hiermit dann Videos erstellen kann, um die dann in Remote Working oder Fernunterrichtssituationen einsetzen zu können. An der Stelle möchte ich noch kurz etwas hinweisen. Und zwar sind viele von Ihnen wahrscheinlich mit unserem aktuellen Angebot vertraut, dass wir Snagit als auch Video Review bis Ende Juni allen Unternehmen, Schulen, Organisationen einfach kostenfrei zur Verfügung stellen, bis zu diesem Zeitpunkt, dass man das bis zum Ende Juni benutzen kann, während gerade die aktuelle Situation herrscht. Ja. Und diese Snagit und Video Review sind da enthalten, kostenfrei. Da schicke ich Ihnen dann gerne im Anschluss mit der Aufzeichnung auch nochmal einen Link, wenn Sie das interessiert. Das dritte Programm, das wir uns heute anschauen, dieses Camtasia, das ist in diesem Angebot, in dem kostenfreien Angebot jetzt momentan nicht enthalten. Das heißt, wenn Sie Camtasia verwenden wollen, und ich weiß, einige von Ihnen machen das bereits oder haben das jetzt auch stark vor, dann müssen dann separat Lizenzen erworben werden. Aber auch da sind wir gerade, arbeiten wir gut mit Ihnen und Ihren Bedürfnissen zusammen. Also da können Sie uns auch kontaktieren. Gut, eine Frage kam gerade. Gibt es auch einen Ton? Ja, der Herr Siegfried hört es nicht. Ich beantworte diesmal gerade. Und dann geht es auch schon weiter. Gut, ich würde nämlich ganz gerne wissen, wer eigentlich heute alles dabei ist. Und wir haben, wow, inzwischen fast 76 Leute im Raum. Das ist ziemlich viel für unsere Webinare. Das finde ich großartig. Und deswegen werde ich kurz zwei kleine Fragen oder Umfragen starten. Und es wäre super, wenn Sie mir gleich hier auf dem Bildschirm Feedback geben können, damit ich das, was wir in der nächsten Dreiviertelstunde noch machen werden, auch ein bisschen besser auf die Leute im Raum zuschneiden kann und darauf achten kann, dass es das noch wirklich ihre Interessen bedient. So, die erste Frage ist, die Sie jetzt auch auf dem Bildschirm sehen sollten. In welchem Feld, beruflichen Feld Sie eigentlich tätig sind? Also Schule oder Universitäten, Regierungseinrichtungen, gemeinnütziger Sektor, Unternehmen oder auch selbstständig oder in einem anderen Feld. Sie müssten jetzt ein anderes Feld sehen. Wir haben auch schon viele Leute, die, 60, 70% aller Teilnehmer haben auch schon beantwortet. Dann warte ich gerade noch eine Sekunde und dann sch schauen wir uns die Ergebnisse mal an. Dann schließe ich das mal kurz. Sehr gut. Und dann zeige ich das auch mal. Das müssten Sie jetzt auch alle sehen können.
dass die Teilnehmer, wow, überwiegend aus der Schule und dem universitären Bereich kommen. Großartig, herzlich willkommen. Das über, ja, ist mal was anderes. Ich finde es aber ausgezeichnet, denn da gehen wir auch heute auch genau drauf ein. Die zweite Frage, die mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was Sie heute ja, eigentlich lernen möchten. Und da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten, basierend auf dem, was ich gerade eben kurz angeteasert hatte. Und ja, geben Sie mir kurz Feedback, was Sie am meisten interessieren würde. Umgang mit Snagit, eher Camtasia, dieses Video-Review-Tool oder wirklich mehr die Beispiele und auch Einsatzszenarien, wie man jetzt Video und Videoerstellung auch im Remote-Working und Remote-Teaching einsetzen kann. Und auch hier warte ich mal kurz auf Ihre Antworten, einfach damit wir so ein bisschen gucken, wo das Interesse liegt, dass wir das auch gleich richtig bedienen können. Gut, die Antworten kommen rein. Das sieht auch schon super aus. Haben wir schon, ne? Wow, 85% beantwortet. Sie sind heute alle topfit. Meistens machen nur 50% aller Leute bei den Umfragen mit. Das finde ich großartig. Vielen, vielen Dank. Und da haben wir auch schon die Ergebnisse. Ich zeige sie Ihnen nun mal auch, damit Sie das auch sehen, was wir jetzt heute haben. Ich hoffe, die sehen das auch. Und wir haben hier ja sehr ausgeglichen Interesse in Camtasia, wie zu erwarten, als auch Snagit. Bisschen weniger in Video Review, das ist auch vollkommen okay. Das können wir auch dann ein bisschen weniger eingehen. Und natürlich allgemein einfach Beispiele. Perfekt. Genauso habe ich mich eigentlich auch vorbereitet auf den heutigen Tag. Und in dem Sinne will ich jetzt auch gar nicht viel weiter mit diesen Umfragen weitermachen, sondern auch gleich in die Programme eintauchen. Einen kurzen letzten Punkt will ich noch hinzufügen. Wir haben ja heute nur eine knappe Dreiviertelstunde noch Zeit. Zu den jeweiligen Produkten von TechSmith gibt es noch ganz viele andere Lernressourcen außer dem heutigen Webinar. Also Sie sind nicht nur auf das heutige Webinar angewiesen, um mehr zu lernen. Auf unserer Webseite gibt es einmal Tutorials, also Lernvideos in Hülle und Fülle. Die sind auch wirklich gut. Die kann ich höchstens, kann ich sehr, sehr stark empfehlen. Und zudem haben wir auch noch Webinare geplant, die gezielt auf die jeweiligen Programme eingehen. Also wir haben eine Einführung zu Snagit zum Beispiel jetzt am Dienstag und in Camtasia, das wird auch noch mal am 1. April am Mittwoch jetzt ein bisschen tiefer vorgeführt und auseinandergenommen. Und auch da gibt es dann die Möglichkeiten, noch mal bessere Fragen und tiefere Fragen an unsere Trainer zu stellen. Gerne schicke ich Ihnen diese Links am Ende auch noch zu. Gut, dann gehen wir doch mal weiter. Und zwar, ja, genau, los geht's. Gut, an dieser Stelle mache ich mal gerade mein PowerPoint auf und ich wechsle von meinem Mac auf meine Windows-Umgebung, weil ich vermute, dass die meisten von Ihnen ebenfalls bei Windows unterwegs sind. Sehr schön. So, und wir fangen jetzt wirklich einmal mit Snagit an. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wer von den 80, wow, 87 Teilnehmern inzwischen schon Snagit gut kennt, weniger gut kennt. Deswegen fangen wir ein bisschen Basics an, aber steigern uns dann schnell in die Videofunktion gezielt rein, die glaube ich, hier wirklich den großen Mehrwert bietet. Also, Snagit ist ein Programm zur Aufnahme von Bildern als auch Videos von dem, was sich auf Ihrem Bildschirm befindet. Das können Sie abfotografieren, das können Sie abfilmen. Das, was Sie damit aufgenommen haben, was in der Regel ja Ihr Wissen ist, das können Sie dann weitergeben. Ich zeige das Ihnen mal. Ja? Wir haben jetzt hier Snagit. Snagit versteckt sich in der Regel als kleines rotes Icon, entweder hier unten in der Menüleiste. Manchmal findet es sich auch hier in der Taskleiste wieder. Und wenn Sie es sonst nicht finden, können Sie es auch einfach über die Windows-Option dann direkt starten. Und als erstes sehen Sie dann dieses Aufnahmefenster. Ja? Bei Mac-Nutzern, ich weiß nicht, ob viele von Ihnen Mac nutzen, sitzt das Fenster da nicht frei beweglich wie jetzt hier, sondern es sitzt am oberen Bildschirmrand. Von der Funktionalität ist es aber identisch. So, auf den ersten Blick haben wir hier bei Snagit ja mehrere Einstellungen und Optionen. Hier gibt es diese drei Reiter: All in One, ja, Bild als auch Video. Denn wie gesagt, Snagit kann Bilder als auch Video aufnehmen und das All-in-One kombiniert die Aufnahmeeinstellungen von Bild als auch Video, damit Sie ein bisschen mehr Flexibilität haben. Eine Aufnahme besteht im Grunde bei Snagit aus mehreren Einstellungen. Ich habe das hier mal gerade aufgeklappt, um es mehr zu zeigen. Man muss eine Auswahl treffen, also einen Teilbereich oder eines Vollbilds. Das lässt sich alles hier vordefinieren. Was soll nach der Aufnahme geschehen? Und dann hat man noch zusätzliche Einstellungen, zum Beispiel, ob man den Mauszeiger mit aufnehmen möchte oder ob sich die Aufnahme im Anschluss auch im Editor öffnen möchte. Das zeige ich Ihnen alles gleich nochmal im Genauen. Das All-in-One, wie gesagt, kombiniert Aufnahmeeinstellungen für Bilder als auch Video in ein Profil. Wir haben aber auch die Möglichkeit, wenn wir bereits wissen, wir wollen jetzt nur ein Bild aufnehmen, dass man direkt den Reiter Bild aufruft und dann hier seine Einstellungen trifft und Aufnahme drückt.
Oder das gleiche gilt auch für Video. Und dann schauen wir uns jetzt mal hier in diesem dritten Reiter Video auf der linken Seite die Einstellungen mal ein bisschen genauer an. Also die Auswahl, das ist der Bereich, der aufgenommen werden soll. Da können wir einen Bereich aufnehmen, also einen freien Bereich, den wir auswählen können gleich, oder einfach ein gesamtes Fenster. Ich belasse es meistens bei Bereich. Ich finde, das funktioniert meistens. Wir haben die Möglichkeit, die Webkamera mit aufzunehmen, wenn wir uns in unseren Videos, in unseren Snagit-Videos auch live zeigen möchten, als Dozent, als Trainer, als Lehrer oder als Lehrerin. Und auch hier haben wir die Möglichkeit, den Cursor mit aufzuzeichnen. Wir haben die Möglichkeit, Mikrofon wie Ton mit aufzunehmen. Und wenn wir hier auf diesen kleinen Pfeil klicken, dann sehen Sie auch hier dann nochmal die Einstellungen. Und wenn Sie, wie jetzt ich zum Beispiel, na, ich habe zwei Mikrofone angeschlossen, aber das eine wird von der Webinar-Software verwendet. Deswegen wird mir hier nur das andere gerade angeboten. Aber hier können Sie auch definieren, welches Mikrofon Sie aufnehmen wollen. Und das ist wichtig, wenn Sie ein externes Mikrofon angeschlossen haben. Ein einfaches USB-Mikrofon reicht hier, dass der Ton dann auch über das Mikrofon, das externe Mikrofon aufgenommen wird und nicht über das eingebaute Mikrofon Ihrer Soundkarte. Der letzte Reiter, der letzte Punkt hier, System Audio aufnehmen, ist auch eine wichtige Funktion, denn die erlaubt es Ihnen, Entschuldigung, die erlaubt es Ihnen, den Ton während der Aufnahme auch, Entschuldigung, den Ton aufzunehmen, den Ihr Computer von sich gibt. Also wenn Sie ein Gespräch, ein Skype-Gespräch mit jemand anderem mit aufzeichnen, wird dann dadurch auch der Ton des Gegenübers aufgenommen. Oder wenn Sie ein Video vom Bildschirm abfilmen, wird auch hier das Gegenstück, also das Video, der Ton vom Video mit aufgezeichnet. Ja, könnte jetzt die Aufnahme starten, eine Videoaufnahme mit diesen Einstellungen, indem ich auf Aufnahme klicke. Aber ich mache es nochmal einen Schritt zurück. Ich zeige Ihnen einfach nochmal, wie das Ganze bei All-in-One aussieht. Und ich klicke jetzt mal auf die Aufnahme und bekomme jetzt hier mein Fadenkreuz, das natürlich gelb auf gelb nicht so gut zu sehen ist. Nichtsdestotrotz, ich ziehe und vergrößere die Ansicht. Ich hoffe, das ist okay sichtbar. Jetzt haben wir hier diese Zielpunkte am äußeren Rand. Damit kann ich meinen Aufnahmebereich noch einmal genauer definieren und habe nun, weil ich All-in-One ausgewählt habe, die Möglichkeit, hier noch einmal zwischen Bild, Video und auch einem zusätzlichen Aufnahmemodi namens Panorama auszuwählen. Und wenn ich nun ein Video dieses Bereiches aufnehmen möchte, klicke ich einfach auf meine Kamera und auf das Kamerasymbol und habe jetzt hier unten noch einmal im Grunde die gleichen Einstellungen, die wir gerade eben auch hatten. Aufnahme starten, Kamera an- oder ausmachen, Systemaudio mit aufzeichnen oder nicht mit aufzeichnen. Das Systemaudio war also der Ton Ihres Computers. Mikrofon mit aufnehmen, ja oder nein. Da sehen Sie auch schon, wenn ich gerade spreche, dass hier der Soundpegel meiner Stimme mit aufgezeichnet wird. Und hier über dieses Dropdown-Menü können Sie ebenfalls nochmal ein Mikrofon auswählen, wenn Sie ein zweites Mikrofon angeschlossen haben. Und wenn Sie dann bereit zur Aufnahme sind, drücken Sie einfach auf die Aufnahmetaste. Dann gibt es einen kleinen Countdown in 3, 2, 1. Und wir zeigen das gleich in einem realen Beispiel nochmal genauer. Und dann alles, was Sie in diesem Bereich zeigen, was Sie da durchbewegen, welche Folien oder Webseiten oder Dokumente Sie zeigen, werden dann eins zu eins aufgenommen. Und wenn Sie damit fertig sind, können Sie auf Stopp drücken, um die Aufnahme zu beenden oder die Umschalttaste oder die Kurztaste Umschalttaste F10 verwenden. Und dann haben wir im Grunde schon unser allererstes kleines Video von dieser ganz einfachen Bildschirmaktivität aufgenommen, nur als Grundidee. Ja, der Ton ist mit dabei, den werden Sie jetzt nicht hören wegen der Webinar-Software, die überträgt den leider nicht richtig, aber da können Sie mir einfach vertrauen, dass mein gesprochenes Kommentar hier mit dabei ist. Gut. So, jetzt aber schauen wir uns das Ganze doch mal an einem bisschen realeren Beispiel an, wie man sowas einsetzen könnte. Und hierzu öffne ich eine PowerPoint-Präsentation, die ich schon vorbereitet habe. Denn dies könnte ja wirklich, ich denke, viele von Ihnen sind in der Situation, dass Sie Ihre Inhalte, Ihr Wissen bereits in irgendeiner Form in PowerPoint aufbereitet oder vorbereitet haben. Ich mache das auch, wenn ich Workshops gebe, Trainings gebe, aber auch für Meetings, für Shared. Das ist, ja, die einen mögen es, die anderen hassen es, aber es ist einfach die Realität. Viele von uns arbeiten mit Folien, um ihr Wissen zu vermitteln. Und das ist halt auch das, was uns oft ja, momentan zur Verfügung steht. Und so habe ich eine ganz kurze PowerPoint-Präsentation vorbereitet, 6, 7 Folien, exemplarisch, und es geht um das Sonnensystem. Und das möchte ich nun als eine kleine Lerneinheit mit Snagit aufnehmen. Dieses Konzept, etwas aufnehmen oder PowerPoint aufnehmen, geht natürlich auch mit Camtasia sehr, sehr gut. Dazu nachher mehr. So eine Sache, die ich ganz gerne noch mache, bevor ich einfach mit Snagit den Bildschirm aufnehme oder PowerPoint aufnehme, ist: PowerPoint ist ja standardmäßig, macht es ja, wenn ich eine Präsentation starte, da müsste ich jetzt hier drauf klicken, würde es ja den Vollbildmodus einnehmen.
Das ist meistens auch schön und gut, aber gerade wenn ich jetzt hier so am Computer sitze und meine eigenen Videos aufnahme, finde ich persönlich aus meiner Erfahrung ein bisschen schöner, einen anderen Anzeigemodi zu wenden. Und hierzu gehe ich in PowerPoint auf Bildschirmpräsentation hier oben und gehe auf Bildschirmpräsentation einrichten. Also das ist eher so ein bisschen persönliche Präferenz, aber ich finde es sehr schön, dass man dann die Präsentationsart nicht durch den Redner, also volle Bildschirmgröße, Vollbild auswählt, sondern dass man das durch eine Einzelperson als Fenster auswählt. Ja? Diese Anzeige aus Fenster, die finden Sie über Bildschirmpräsentation, Bildschirmpräsentation einrichten, Ansicht durch eine Einzelperson. Ich persönlich finde es angenehmer, denn wenn ich jetzt meine Präsentation starte, nimmt die nicht mein gesamtes Fenster ein, sondern öffnet die Präsentation, wie gesagt, wirklich nur in einem kleinen Fenster. Und jetzt kann ich sogar noch den Bereich, diese schwarzen Ränder am Rand meiner Aufnahme, meiner Präsentation noch ein bisschen reduzieren, dass auch wirklich nur meine Folie gezeigt wird, die ich zeigen möchte. So, und jetzt gehe ich zurück zu meinem Snagit und bin bereit für meine Aufnahme. Und in diesem Fall nehmen wir statt dem All-in-One, was ich vorhin ja kurz gezeigt hatte, wir wissen ja bereits, wir wollen ein Video haben, deswegen gehe ich auf den Reiter Video. Ich möchte einen Bereich aufnehmen, den werden wir gleich auswählen. Webkamera lassen wir in diesem Fall jetzt mal kurz aus, die machen wir aber nachher noch an. Alles andere sieht auch gut aus, Ton wird mit aufgenommen. Okay, dann starte ich die Aufnahme mit einem Klick auf die rote Taste oder ich kann auch die Kurztaste Druck verwenden. Ich bekomme wieder dieses Fadenkreuz und kann nun, ja, im Grunde das gesamte Fenster auswählen oder in dem Fall kann ich sogar mit einem Klick nur, das sehen Sie jetzt hoffentlich, ich weiß nicht, wie gut es dargestellt wird, gelb auf gelb, aber es nimmt wirklich jetzt nur das Fenster auf, auf dem meine, oder den Bereich, auf wo meine Folien gezeigt werden. So, hier unten habe ich meine Option, um die Kamera anzustellen. Das werde ich am Ende noch machen. Aber jetzt machen wir doch einfach mal eine kleine Aufnahme, damit wir eine erste kleine Lektion erstellen, die wir dann mit unseren Schülern oder Studenten teilen können oder in irgendeiner Weise unser Wissen weitergeben können. Ich klicke auf den roten Knopf, werde gleich meinen Countdown bekommen von 3, 2, 1 und dann kann es losgehen. Hallo und herzlich willkommen. Begeben wir uns doch heute mal gemeinsam auf eine kleine Reise durch unser Sonnensystem. Im Zentrum des Sonnensystems befindet sich natürlich die Sonne als unser Zentralstern, wie wir ihn hier sehen. Darauf folgen die anderen Planeten Merkur, Venus, die Erde, als auch Mars, die den inneren Teil des Planetensystems ausmachen. Der äußere Teil, die äußeren vier Planeten, sind dann Jupiter, Saturn, Uranus und natürlich dann am Ende auch noch Neptun. So, schauen wir uns das Ganze etwas genauer an. Also hier ist der Merkur, der ist ja, mit einem Durchmesser von knapp 5000 Kilometern der kleinste Planet im System. Venus kommt dann als drittkleinster Planet des Sonnensystems hinher und besteht aus 69% aus CO2. Wer hätte denn das gedacht? Der drittnächste Planet ist wohl der bekannteste, nämlich die Erde und wird aufgrund seines hohen Wasservorkommens auch der blaue Planet genannt. Und ja, Mars, nicht zuletzt, ist ein weiterer Planet und einer, der am nächsten zu unserer Erde sitzt. So, das war's für meine kleine Videolektion. Ich hoffe, das war ein guter Einstieg. Bitte bearbeitet jetzt die Aufgaben 23 und 27 im Arbeitsbuch und in der nächsten Stunde oder im nächsten Video werden wir uns mit den äußeren vier Planeten des Sonnensystems etwas genauer befassen. An dieser Stelle habe ich noch kurz meine Kamera angemacht, denn ich möchte mich natürlich auch noch mal offiziell von euch allen verabschieden und ich freue mich, euch alle in ein paar Wochen dann auch wieder im realen Leben sehen zu können. Bis dann. Gut. So, jetzt ist wieder der Herr TechSmith, der Herr Wollen von TechSmith wieder da. Mein Video ist fertig und ich habe mein Video, jetzt muss ich kurz warten. So, mein Video wurde aufgenommen. Jetzt macht mein Rechner. So, machen wir die PowerPoint-Präsentation kurz aus. Und jetzt habe ich hier meine Aufnahme, die wir gerade aufgenommen haben. Sie sehen, Ton ist dabei oder hören es leider nicht, aber die sehen, alles wurde eins zu eins aufgenommen, so wie ich es gemacht habe. Inklusive meiner Folienübergänge, alles, was ich gesagt habe. Sie sehen auch überall, wo ich mit dem Mauszeiger gezeigt habe. Also das ist etwas, was Sie mit Snagit sehr gut machen können, ist eine schnelle, spontane Bildschirmaufnahme. So, jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen die Möglichkeit nachzubearbeiten. Nicht so viel in Snagit, aber nichtsdestotrotz das Wichtigste ist dabei. Und zwar sagen wir, dass wir am Anfang nicht ganz sofort in der Materie drin waren, sondern uns etwas verraspelt haben. Dann haben wir hier so einen grünen und roten ja, Endpunkt, nenne ich die mal. Und mit diesem grünen und roten Endpunkt kann ich einen Bereich auf der Timeline auswählen. Ups, das wird gerade ein bisschen komisch angezeigt. Hier haben wir es.
Ja, und wenn ich jetzt hier einen Bereich ausgewählt habe mit diesem grünen und roten Punkt, kann ich den, nachdem ich mir angehört habe, dann auch ausschneiden, wenn ich einen Fehler oder einen Versprecher aus meiner Aufzeichnung entfernen möchte. Vielleicht dieser Teil über Maß, ja, da hatte ich mich dann verhaspelt, den möchten wir nicht haben, den können wir ebenfalls markieren und dann ebenfalls durch Ausschneiden aus unserer Aufnahme ausschneiden. Das heißt, wir können diese Aufnahmen, die wir erstellt haben, auf das Wesentliche reduzieren. Das Gleiche gilt am Ende. Da sehen wir auch nochmal, hier bin ich jetzt mit meiner Webkamera zu sehen, die ich dann alternativ zum Bildschirm angezeigt hatte mit Snagit. Vielleicht war das mir dann doch zu viel des Guten am Ende oder ich habe mir irgendwie, ja, ich wollte es dann doch nicht haben. Auch so etwas kann man dann hervorheben oder markieren mit dem roten und dem grünen Punkt, auf Ausschneiden klicken und dann wird dieser Abschnitt, der hervorgehoben wurde, dann entfernt. So, eine weitere Nachbearbeitung dieser Videos, auch das Zusammenfügen verschiedener Videos, ist jetzt nicht möglich in Snagit selbst. Ja, da braucht man ein anderes Programm wie Camtasia. Aber nichtsdestotrotz, das Schöne ist, dass dieses Video bereits im MP4-Format verfügbar ist. Das heißt, ich kann es jetzt sofort abspeichern und an andere weitergeben, wenn ich hiermit fertig bin. Hierzu klicke ich oben links auf Datei, Speichern unter, so wie man das eigentlich aus allen anderen Programmen auch kennt. Und dann bekomme ich einen Speicherdialog und ich gebe der Sache ganz meinen Namen, Sonnensystem Video. Und speichere das Ganze ab. Und jetzt habe ich eine fertige MP4-Datei. Und MP4-Datei ist, oder MP4 ist der heutige Standard, den Sie problemlos ja, auf den meisten Plattformen bereitstellen können. Und hier zweigt sich dann der Weg für viele von Ihnen auf, je nachdem, welche Möglichkeiten Sie wirklich haben, um dieses Video, das wir gerade erstellt haben, das ist jetzt hier, ich klicke nochmal drauf, um es auch abzuspielen, das sehen wir dann. Ach, machen wir es mal. Doch, machen wir es hier mit. Also hier ist jetzt unser Video. Und was machen wir mit diesem Video? Da verzweigt sich der Weg für viele von Ihnen. Weil ich hoffe oder ich denke, viele von Ihnen, gerade aus dem universitären Umfeld, werden ein Learning Management System haben. Das ist eine Plattform, auf der Sie dann wahrscheinlich auch Ihre MP4s hochladen und ablegen können. In dem Fall würden Sie dann die erstellte MP4-Datei, die wir jetzt hier liegen haben, einfach über die Upload-Funktion in Ihren Kurs, Ihren Online-Kurs einbauen. Und gerade für solche Sachen, für längere Kurse oder eine längere Einheit lohnt es oder rentiert es sich dann auch gerade mit Snagit, kürzere kleine Snippets zu erstellen, die zusammen eine längere Lektion dann abbilden, die Sie dann dort einfügen können. Wenn Sie kein LMS-System haben, je nachdem, wo Sie unterwegs sind, für wen Sie arbeiten, haben Sie auch die Möglichkeit, das dann zum Beispiel bei YouTube hochzuladen. Und auch dort können die Inhalte dann auf privat gesetzt werden, sodass sie dann zumindest nicht in der Öffentlichkeit geteilt und gefunden werden können. Natürlich ist Datenschutz ein großes Thema. Da, ja, wie gesagt, da haben jede von uns ein bisschen unterschiedliche Voraussetzungen und Anforderungen. Da kann man jetzt nicht genau auf alles eingehen. So, ein kleines Szenario zeige ich Ihnen noch zu dieser Videofunktion, die wir gerade haben, denn die finde ich immer sehr gut. Gerade ich arbeite eigentlich fast immer von zu Hause aus. Meine Kollegen sitzen in Amerika und da geht es darum, Feedback oder Anweisungen zu geben. Auch dazu habe ich jetzt mal hier das kleine Szenario. Ich habe ein Dokument zugeschickt bekommen. Das ist ein Aufsatz und den möchte ich korrigieren. Oder es kann auch ein Proposal sein für ein neues Projekt oder sonstiges. Und dieses Word-Dokument schaue ich mir natürlich an und ich kann natürlich auch mit der normalen Kommentarfunktion in Microsoft Word hier schon Kommentare hinzufügen. Aber das ist manchmal nicht so effizient und in der Vergangenheit hätte ich mich dann vielleicht auch mit jemandem hingesetzt und gesagt, hey, komm, schau mal, lass uns mal darüber reden, ich gebe dir jetzt richtig gutes Feedback, wie ich das genau meine. Aber das ist natürlich jetzt nicht möglich und in den Fällen hilft mir auch Snagit besonders gerne und gut. Und auch hier mache ich einfach nochmal Snagit auf. Ich bin immer noch in diesem Reiter Video. Ich klicke auf Aufnahme. Bekomme mein Fadenkreuz und jetzt ganz salopp, nehme jetzt mal so knapp, grob wirklich diesen Bereich auf, der dieses Dokument zeigt. Wie gesagt, mein Ton wird aufgenommen und dann gebe ich kurz Feedback zu diesem Dokument, verbal als auch mit der Maus, als auch mit den Werkzeugen, die sich in Microsoft Word befinden. Und das sieht dann etwa so aus. 3, 2, 1 für den Start der Aufnahmen. Ja, hallo Herr Max Mustermann, vielen Dank für diesen ersten Entwurf, für diesen Aufsatz oder diesen Artikel zum Thema Video. Ich finde das Ganze ja schon ganz gut. Allerdings steigen Sie hier am Anfang sehr schnell in die Statistiken ein und die darauf basierende Grafik, ja, die ist so ein bisschen aus der Luft gegriffen. Die passt mit dem Rest des Inhaltes nicht so ganz zusammen. Ich würde es nicht in der Einführung bringen, sondern vielleicht im zweiten oder dritten Paragraphen, wo wir dann wirklich tiefer auf die eigentlichen Einstellungen eingehen. Außerdem fehlt diesem Graph noch auf jeden Fall die Quellenangabe und ich finde es auch ein bisschen überwältigend, dass wir hier so viele verschiedene Balken haben, ohne die genauer erklären. Aber ansonsten ganz gut.
Schauen sich auf jeden Fall auch schon die bestehenden Kommentare an. Dann ist mir noch aufgefallen, dass wir hier unten in dieser Liste, die ist noch nicht richtig formatiert, hier gibt es noch verschiedene Satzzeichen, die nicht richtig zusammenfügen, ein paar Rechtschreibfehler, also bitte schau da auch noch mal drüber und korrigier das Ganze. Und ansonsten, wenn das noch alles andere steht, ich würde noch ganz gerne drei, vier Abbildungen sehen, gerade hier zum Thema Perspektiven und so weiter. Da kann man noch mal viel draus lernen. Also, das war mein kleines Feedback. Ich hoffe, das ist hilfreicher, als wenn ich nur eine E-Mail schicke. Und bei weiteren Fragen einfach noch mal anrufen oder auch gerne ein kurzes Snagit-Video zurückschicken. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, und auch hier drücke ich Stopp. Das Video ist jetzt kurz, knackig, ist jetzt kein professionelles Lernvideo in diesem Sinne, dass man mit dem man Hunderttausende von Leuten begeistert. Aber ich habe das gerade in einer 1:1-Situation jetzt genutzt, um Feedback auf etwas zu geben oder Anweisungen auf etwas zu geben, was mir vorliegt oder was mir vorgeschickt wurde. Und ja, ich hatte gesagt, ich wollte eigentlich auch die Malwerkzeuge in Microsoft Word nutzen, habe ich jetzt gar nicht gemacht, aber ich hätte mich natürlich auch hier mit den gelben Highlighter-Tools, dem Markierungstool bedienen können, um auch hier nochmal das, was ich zeige und visuell erkläre, nochmal ein bisschen zu untermalen. Wobei, ich habe ja auch hier dann einfach mit Grau ein bisschen hervorgehoben, wenn mir etwas nicht gepasst hat. Aber ich hoffe, dieses Konzept, dass man auch, dass Videos auch mal eben schnell, kurz und spontan erstellt werden können, gerade wenn sie für einen Kollegen oder eine Kollegin gedacht sind und weniger für die breiten Massen, ist das ein sehr gutes Tool, um auch hier nochmal dann diese Kommunikation digital zu gestalten und auch visuell ein bisschen besser zeigen zu können. Denn das Ganze irgendwie abzutippen oder nur einen Text darzustellen, wäre natürlich auch nicht, wäre weder effizient noch wirklich so ja, sichtbar. Gut. An dieser Stelle schaue ich jetzt mal gerade in das Fragenfenster und ich wollte auch an der Stelle Sie alle fragen, ob Sie ja gerade Fragen zu den jetzt gezeigten Videofunktionen in Snagit haben oder diesen beiden Szenarien, die ich jetzt mal gerade eben so ein bisschen vorgestellt habe. Ich gucke mal gerade in die Fragen rein. Da kam. Es kam jetzt erst eine Frage. Kann man PowerPoint-Präsentation auch mit Split-Bildschirm präsentieren? Um die nächste Folie zu sehen. Ja, das geht auch. Also es war wahrscheinlich die Frage, weil ich vorhin meine Fensteransicht erstellt habe in PowerPoint. Wenn man diese Fensteransicht macht, also dieses, wo die Präsentation hier in so einem Fenster angezeigt wird, soweit ich weiß, kann man das dann nicht einstellen, dass die Präsentation dann auch gleichzeitig auf dem zweiten Bildschirm ist. Wenn Sie aber einen zweiten Bildschirm haben, dann könnten Sie die Präsentation auch wieder im Vollbildmodus abspielen lassen. Dann auf dem zweiten Bildschirm dann wiederum Ihre Notizen haben. Und mit Snagit können Sie auch den gesamten Bildschirm als Aufnahmebereich auswählen. Ich bevorzuge diese Funktion mit dem Einzelfenster nur dann, wenn ich jetzt nur an einem Bildschirm sitze, an einem Rechner ohne zweiten Bildschirm, weil ich dann ja ein bisschen mehr Freiheit und noch Platz habe und noch ein bisschen mehr Bildschirmplatz habe, um mir etwas anzuschauen. Ja. Gut, nächste Frage. Funktioniert das auch mit dem iPad? Nein, also Snagit selbst funktioniert jetzt nicht auf dem iPad. Es gibt aber auf dem iPad auch relativ viele Bildschirmaufnahmeprogramme. Von uns, ach, was gibt es denn das? Eins heißt, glaube ich, Explain Everything. Von unserer Firma gibt es aktuell nicht wirklich eine Lösung, aber es gibt andere Programme und ich würde Sie da einfach bitten oder empfehlen, schauen Sie doch einfach mal, was es sonst noch an Programmen in dieser Hinsicht gibt. Denn wie gesagt, also unsere Programme sind ja auch nur eins von vielen Tools, die Ihnen momentan zur Verfügung stehen, die Sie je nach der jeweiligen Situation einsetzen können, um Ihren Ansprüchen da gerecht zu werden. Ja? Können mehrere Videos zusammengefasst werden? Also mit Snagit selbst ist ein Zusammenfassen, Kombinieren mehrerer Videos in diesem Sinne nicht möglich. Das ist der ganze, ja, das ist so ein bisschen der Technologie geschuldet, weil wir bereits während der Aufnahme die Videos in MP4 reinschreiben. Und wenn sie einmal reingeschrieben sind, dann wollen wir die nicht noch einmal rumrechnen, weil das dann Ganze nochmal viel Rechenzeit und Power in Anspruch nimmt. Wenn man Videos zusammenfügen möchte, kann man entweder die Videos dann in Camtasia, dem anderen Produkt von uns, kombinieren und weiter bearbeiten. Das zeigen wir in, ja, 10 Minuten steigen wir da auch ein. Ansonsten können Sie aber auch, es gibt ja noch andere Videoprogramme, die Ihnen vielleicht zur Verfügung stehen auf Ihrem Rechner, wie Windows Media zum Beispiel, Windows Media Player meines Wissens oder iMovie. Und dort lassen sich dann auch mehrere Aufnahmen, die Sie mit Snagit erstellt haben, hintereinander anreihen und kombinieren. Also wenn Sie dann ein anderes Tool zur Verfügung haben oder sich ein anderes Tool suchen müssen, was Sie wissen müssen, ist, dass Sie mit Snagit eine MP4 erstellen können und dass Sie diese MP4 dann ohne Probleme in anderen Programmen oder auf anderen Webseiten dann auch einfügen und weiter verarbeiten können. So, was für Fragen gibt es denn noch so? Mit welchen Datenmengen kann man rechnen? Kann man die Videos verkleinern zum Teilen, zum Beispiel per E-Mail? Das ist eine ausgezeichnete Frage.
Wie groß sind solche Videos? Und das hängt immer davon ab, wie lang die sind, wie groß der Bildschirm war, der aufgenommen wurde, wie viele Farben, wie viel Bewegung drin ist. Also ein genaues Datum oder einen genauen Punkt kann ich nicht sagen, aber wir schauen uns doch mal einfach Folgendes an. Ich speichere jetzt mal diese erste Aufnahme und die nennen wir jetzt mal Aufsatz. Und wir gucken noch einfach mal, wie groß diese beiden Aufnahmen geworden sind, die wir gerade gemacht haben. Dieser Aufsatz von gerade eben, eine Minute mit relativ viel gescrollen, der hat, ich weiß nicht, ob Sie das im Tooltip erkennen können, 19 Megabyte in Anspruch genommen. Die Bildschirmaufnahme von unserem Sonnensystem war ja ein bisschen weniger Bewegung vielleicht drin und deswegen ist da die Größe auf 10 Megabyte ausgefallen. Also die sind von der Größe okay, aber manchmal für E-Mails und E-Mail verschicken noch nicht, ja, immer noch ein bisschen begrenzt. Da gibt es dann ja, mehrere Möglichkeiten, je nachdem, an wen Sie die Sachen schicken. Vielleicht haben Sie ja bei sich an der Universität eine interne Art Dropbox. Da gibt es jetzt inzwischen verschiedene, auch in Deutschland zugelassene Anbieter, wo Sie dort die MP4 ablegen können und dort einen Link bekommen. Oder vielleicht haben Sie einen SharePoint-Server im Einsatz bei sich im Unternehmen und könnten dort die Videos ablegen oder ein gemeinsames Network Drive und da die Leute darauf verweisen. Je nachdem, welche Informationen in dem Video auch drin sind, wenn das jetzt nicht datenschutzmäßig, wenn das in dem Falle vielleicht nicht so relevant ist, können Sie natürlich auch überlegen. Es geht auch hier über Weitergeben übrigens, dass Sie es vielleicht bei YouTube ablegen, aber dann natürlich als nicht sichtbares Video und dann über YouTube weitergeben. Oder auch von TechSmith von uns gibt es ebenfalls einen Video-Hosting-Dienst. Da gibt es auch kostenfreien Speicherplatz, screencast.com. Da können Sie die Videos ebenfalls hochladen, bekommen dann einen Link und können es dann weitergeben, was dann einfacher ist, als eine E-Mail zu schicken mit dem ganzen Video drin, gerade in Bezug auf die Datenmenge. Aber da müssen Sie sich dann noch mal ein bisschen genauer, ist dann für jeden von Ihnen wahrscheinlich ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was Sie machen dürfen vom Datenschutz her. Gut, jetzt schaue ich mal gerade auf die Fragen. Ein paar haben wir noch, machen wir noch zwei, drei und dann würde ich auch fortfahren und am Schluss dann noch mal alle Fragen aufgreifen, die wir nicht gekommen sind. Ist das genauso mit OneNote anwendbar? Ja, alles, was Sie auf dem Computer haben oder zeigen, können Sie aufnehmen. Also OneNote, PowerPoint, Excel, ich mache das mit Microsoft Word-Dokumenten, ich mache das mit einfach nur, um etwas am Computer selbst zu zeigen im Betriebssystem. Also wenn Sie es auf dem Bildschirm haben, können Sie es mit Camtasia oder Snagit abzeichnen, aufnehmen, dazu sprechen und erklären. Also hoffentlich hilft es Ihnen dann auch das, was Sie normalerweise analog gemacht haben. Also nicht analog, aber mit dem Computer in der Präsenzphase oder in Meetings auch dann teilweise zu digitalisieren. Kann man Videos von mehr als 15 Minuten auf YouTube hochladen? Da bin ich selbst gerade ein bisschen überfragt. Das ist, wenn man ein neues Konto anlegt, ist das meines Wissens noch limitiert auf 15 Minuten. Sobald man aber das Konto verifiziert, und ich glaube, das ist momentan, muss man dann nur seine E-Mail-Adresse verifizieren, dass man kein Spam-Roboter ist. Dann darf man Videos über 15 Minuten hochladen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Da würde ich Sie einfach bitten, selbst nochmal zu schauen. So, eine Frage kam, was besser ist als bei der PowerPoint-Aufnahmefunktion. Ja, PowerPoint hat eine Aufnahmefunktion ebenfalls eingebaut. Was ist da besser? Ja, es ist nicht unbedingt besser, aber es ist ein bisschen anders in der Ansicht, dass Sie hier mit Snagit nicht nur PowerPoint aufnehmen können, sondern nach der PowerPoint-Präsentation auch in der gleichen Aufnahme noch ein anderes Dokument aufmachen können, das Sie zeigen, dass Sie Snagit auch noch für andere Funktionen als nur PowerPoint verwenden können. Zudem haben Sie halt hier auch noch diese Aufnahme oder diese Schnittfunktion eingebaut, die relativ leicht zu bedienen ist. Ein weiterer Faktor von Snagit ist auch noch eine Bildbearbeitung. Die haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, die in PowerPoint auch auf anderen Wege vorhanden ist. Also ich sage mal so, ähnliche Tools für ähnlichen Zweck, aber von der Bedienung her finde ich Snagit selbst ein bisschen angenehmer. Aber andererseits, vielleicht ist das andere auch, ja, vielleicht kommen die dann auch ganz gut klar. Genau, die Frage kam, ob man nicht auch mit Camtasia den Bildschirm aufnehmen kann. Ja, das geht auch. Das werde ich auch gleich noch zeigen. Der große Unterschied ist wirklich in der Nachbearbeitung, dass man bei Snagit eine begrenzte Nachbearbeitung hat und bei Camtasia sehr recht viel. Gut, es sind noch ein paar Fragen, aber ich würde wirklich gerne weitergehen, einfach damit wir auch noch genügend Zeit haben. Wir können am Ende noch gerne dann nochmal auf die anderen Fragen eingehen oder ich würde Sie auch ganz gerne. Ich habe heute Mittag nicht so viel vor. Haha. Gut, aber ansonsten gerne weiterhin Fragen stellen. Es geht dann auch gleich weiter. Gut. So, bevor wir jetzt weitergehen in Camtasia, möchte ich Ihnen noch eine andere Videofunktion von Snagit zeigen. Die ist nämlich etwas unterschätzt, aber wirklich, wirklich gut. Und zwar folgendes Szenario. Ich habe jetzt hier im Internet ein White Paper gefunden oder ein E-Book. Das finde ich sehr interessant. Gibt es Statistiken drin über die Videoerstellung, ja, wie man Videos erstellen kann. Natürlich finde ich. Und ich möchte dieses Wissen, dieses Knowledge jetzt meinen Kollegen
oder meinem Team vorstellen als Projekt oder als Proposal. Ja, und in diesem Bericht sind viele Sachen drin. Ich will natürlich jetzt nicht das ganze PDF rausschicken, sondern ich weiß, dass zum Beispiel auf der Seite 11 eine sehr interessante Statistik ist, die ich mit einfassen will. Und dazu gehe ich jetzt wieder in Snagit und statt ein Video aufzunehmen, sammle ich jetzt mit Snagit erstmal die Materialien und die Fotos zusammen oder die Bilder zusammen, die Inhalte zusammen, die in meinem Video sein sollen. Und hierzu mache ich Bildaufnahmen. Obwohl, das nehmen wir das All-in-One. Ich finde das eigentlich immer am praktischsten, weil man da Bild und Video auswählen kann. Ich klicke auf Aufnahme und wähle jetzt hier einmal diese Statistik aus oder diesen Grafik aus, die wir haben. Zack. Dann gehe ich wieder in mein PDF, schau mal weiter. Da gab es dann noch auf Seite, ich glaube, das war 22, hatte ich mir noch was rausgesucht. Ja. Und jetzt gehe ich auch wieder in Snagit, mache hier ebenfalls meinen Screenshot von diesem Graphen oder von dieser Grafik und holen wir uns noch eine dritte. Ja, nehmen wir noch, ach, hier noch etwas zum Thema Untertitel und nehmen wir auch noch dieses Beispiel kurz mit. So, und jetzt drücken wir auf. So, und was wir jetzt mit Snagit gemacht haben, statt einem Video haben wir jetzt drei Fotos aufgenommen. Eins, zwei, drei. Und diese Fotos können wir in Snagit nachträglich noch nachbearbeiten. Und das ist ein großer Mehrwert von Snagit. Das ist bei Bildern, also nicht bei Videos, aber bei Bildern können wir anschließend noch Pfeile draufmalen. Aber was ich auch sehr wichtig finde, haben wir hier zum Beispiel ein Werkzeug für die Unschärfe. Das heißt, wenn Sie Sachen erklären müssen, aber da sind dann vielleicht ja, personenbezogene Daten drin, können Sie Ihre Inhalte erst einmal aufbereiten und vorbereiten, bevor wir sie ins Video stürzen. Ja? Jetzt haben wir hier etwas angepasst. Vielleicht möchte ich hier auch noch was verschleiern aus irgendeinem Grund. Und hier noch etwas vorläufig bereits hervorheben. So, wenn ich jetzt hier meine Bilder habe und die kann ich hier unten in dieser Leiste, werden tauchen die auf, da kann ich immer hin und her wechseln, kann ich die mit gedrückter Umschalttaste markieren und dann mache ich einen rechten Mausklick drauf und kann Video aus Bildern erstellen oder noch einfacher, erstellen Video aus Bildern hier oben am oberen Rand. Und jetzt startet eine Videoaufnahme und ich habe hier unten meine drei Aufnahmen. So wie ich sie vorbereitet habe. Und jetzt kann ich diese Bilder, wie ich es gerade eben hatte, aufnehmen und dann auch wieder klären. Und zusätzlich habe ich jetzt hier ein paar Malwerkzeuge zur Verfügung, um meine Bilder während meiner Videoaufnahme in Snagit nochmal ein bisschen nachzubearbeiten. Das Ganze könnte dann so aussehen. Roter Knopf, 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen. Ich wollte mal über unsere Videos zeigen. Und zwar machen wir momentan Videos, die sind eine Stunde oder noch länger. Aber ich habe jetzt diese Statistik gefunden von diesem Research-Projekt, wo Leute angegeben hast, dass die bevorzugte Länge von Lernvideos ja eigentlich eher im unteren Bereich liegt. Und zwar auf einer Größe von ja, 3 bis 6 Minuten haben die meisten Benutzer von sich angegeben. In manchen Fällen aber auch bis zu 20 Minuten. Und ich wollte einfach mal vorschlagen, dass wir vielleicht gucken, ob wir unsere Inhalte vielleicht auch in kleinere Päckchen packen können. Was diese Studie uns auch gezeigt hat, ist, dass die Leute, ja, warum schauen die sich ein Video komplett an, also bis zum Ende, dass das Thema relevant und ja, dass es sie interessiert hat, aber das heißt ja auch, dass es relevant war, dass sie sich das anschauen mussten. Und zudem die Tatsache, dass die sich mit dem Inhalt identifizieren konnten. Da bin ich mir einfach nicht sicher, wie wir das vielleicht in unserem eigenen Inhalt umsetzen können. Vielleicht haben Sie oder vielleicht habt ihr ein paar Ideen. Ich freue mich auf euer Feedback. Und zu guter Letzt müssen wir natürlich auch über Untertitel nachdenken. Das wird ja auch immer relevanter. So, jetzt drücke ich mal gerade auf Stopp und jetzt ist meine kurze Aufnahme fertig. Sie kennen das Bild jetzt wahrscheinlich schon. Die Aufnahme erscheint in Snagit und wurde 1:1 mit Ton und allen Bewegungen und so aufgenommen, wie ich das gerade gemacht habe. Und somit habe ich nun den Spieß sozusagen umgedreht. Statt live aufzuzeigen, was ich im Bildschirm sehe, habe ich Fotos gemacht von dem, was ich im Bildschirm habe, habe das Ganze vorbereitet, indem ich hier Sachen abgedunkelt habe und habe es dann anschließend mit der zweiten Videofunktion auch noch einmal in Snagit besprochen. Und somit habe ich einfach ein bisschen mehr Kontrolle und andere Kontrolle über diese Art und Weise, wie ich ein Video mache. Und jetzt würde ich das Ganze abspeichern und weitergeben, um dann natürlich auch Feedback zu bekommen. Und das speichere ich auch mal gerade ab. Das lege ich einfach mal auch wieder auf den Desktop. Und das nennen wir Studie 2. Zack, da wäre es. Gut, kurzer Blick auf die Fragen. Kann man Videos auch in einzelne Screenshots unterteilen? Das wäre eigentlich fast schon der umgedrehte Dreh. Weg, also wenn Sie jetzt auch hierzu gerade Fragen haben, wäre ein guter Zeitpunkt, die zu stellen. Wenn Sie in einer Videoaufnahme einen Screenshot haben und sagen, das ist eigentlich das, was ich jetzt nochmal rausziehen möchte aus meiner Aufnahme, um vielleicht genau dieses Bild nochmal woanders zu verwenden, haben Sie hier unten eine kleine Schaltfläche, Frame als PNG speichern. Und da können Sie jedes Bild aus Ihrem Video rausziehen und bekommen es dann als
normales Standbild. Ja, das sehen Sie auch hier unten. Da steht jetzt nicht mehr MP4 dran. Das heißt, es ist kein Video, sondern das ist jetzt wirklich ein klassisches Standbild, das wir aus unserem Video generiert haben. Gut, jetzt gehen wir doch mal weiter. Blick auf die Uhr, 20 vor. Sehr gut. Dann machen wir 2 Minuten Video-Review und dann gehen wir auch zu Camtasia über. Okay? So, bei Video-Review wollte ich kurz zeigen, denn Video-Review ist, na, ich gehe mal kurz hier rüber, das hatte ich auch vorbereitet, eine Videoplattform von uns, von TechSmith. So. Und das Grundprinzip ist folgendes: Sie laden dort ein Video hoch. Dann bekommen Sie einen Link, den Sie an Ihre Reviewer, das können Ihre Studenten oder Ihre Kollegen sein, zuschicken und dann bekommen Sie Feedback zurück. Aber ich will zu dem Thema, das Thema Datenschutz in dieser Hinsicht sehr, sehr transparent mit Ihnen angehen. TechSmith, wir befolgen natürlich die GDPR-Guideline und Richtlinien sehr eng und wir sind auch mit dem Privacy Shield konform. Allerdings, ich hoffe, das wird abgedeckt, werden die Videos, die Sie bei Video Review hochladen, auf Microsoft Azure Servern in den USA gespeichert. Ja, das ist dann eine Grauzone. Für einige von Ihnen ist das okay, für einige Inhalte von Ihnen ist es okay, für einige nicht. Aber ich möchte, dass Sie sich dieser Sache bewusst sind, je nachdem, ob Sie das benutzen dürfen oder nicht. Wir haben leider noch keine Version davon in Deutschland. Da arbeiten wir dran, aber das haben wir jetzt einfach noch nicht fertig gekriegt zum jetzigen Zeitpunkt. Das Prinzip ist der Software ist aber eigentlich relativ einfach oder der Service. Sie laden, loggen sich ein, Sie melden sich an. Das ist momentan noch kostenfrei zur Verfügung für ja, bis zum 30.06. Sie starten ein neues Review und können dann nach der Datei suchen, die Sie gerade erstellt haben. Also in dem Fall wäre das dann hier Studio 2, Studie 2. Sie können der Ganzen noch einen Namen sagen und das wird dann hochgeladen. Und, ne, das müsste ja gleich fertig sein. Dann erstelle ich meine Review, also ja, mein Videoprojekt sozusagen. Und dann habe ich die Möglichkeit, es entweder direkt an Leute zu schicken, aber ich finde es eigentlich praktischer, hier wirklich einfach nur diesen Link zu nehmen, den Link zu kopieren und dann per E-Mail an meine Kollegen oder meine, ja, Leute rauszuschicken, die das Video sich anschauen sollen. Und das Ganze sieht dann nämlich so aus, ich habe das vorhin schon mal vorbereitet, wenn sich die anderen Leute das Video anschauen und an einer bestimmten Stelle einen Kommentar oder eine Frage haben, können die hier einfach kommentieren und an der Stelle, sagen wir hier, oh, das ist ja toll. Erscheint dann an der Stelle im Video ein sichtbares Kommentar und die Kommentare werden auf der rechten Seite angesehen. Und dann sieht man dann auch, was die anderen Kollegen oder die Chefin oder der Autor von dem Video erstellt hat. Man kann sich hier auch gegenseitig absprechen. Man kann auch hier weitere Diskussionen führen und somit ist das Video nicht nur statisch, hier ist das Video, schaut es sich an, sondern man kann dann um die Inhalte im Video drumherum also Gespräche anzetteln, Gespräche führen und auch Abstimmungen machen. Also wir haben darüber auch intern, wir benutzen das relativ viel für Meetings inzwischen, dass jemand ein Projekt vorstellt, alle anderen besprechen das im Grunde auf der rechten Seite und dadurch entfällt dann meist ein zweites richtiges Meeting, weil wir das Ganze dann digital abbilden. Wenn Sie das machen wollen, das also ist sehr einfach zu bedienen, ist auch sehr powerful in dieser Hinsicht, weil man auch sieht, was die anderen gesagt haben. Man hat auch die Möglichkeit, während, wenn man jetzt ein neues Kommentar abgibt, direkt auf den Bildschirm zu zeichnen und sagen, das ist ja interessant, dass man auch sieht, worauf sich das Kommentar bezieht. Gut, mehr will ich jetzt eigentlich zu Video Review auch gar nicht zeigen, denn genau, wir wollten uns ja noch Camtasia anzeigen, schauen in den letzten Minuten. Wenn Sie aber Fragen haben, gerne jetzt in den Chat stellen. Ich werde auch gleich noch einmal ein Auge drauf werfen oder auch Fragen zu Snagit selbstverständlich. Gut, jetzt rüber zu Camtasia. Camtasia ist das andere Programm von TechSmith, unser Hauptprogramm. Und ebenfalls wie Snagit lässt sich damit der Bildschirm aufzeichnen. Also auch PowerPoint-Präsentationen, Moodle-Kurse, alles, was Sie irgendwie auf Ihrem Rechner zeigen, können Sie mit Camtasia aufzeichnen. Warten wir gerade, bis sich Camtasia hier startet. Das hier ist das erste Fenster und wir starten auch wirklich einfach mal mit einem neuen Projekt. Und dadurch öffnet sich Camtasia als große Anwendung. Da sehen Sie auch schon, dass das von auf den ersten Blick ein bisschen mächtiger wirkt als Snagit. Um den Bildschirm aufzunehmen, haben wir nun zwei Möglichkeiten. Wir können oben auf Aufnahme klicken. Dadurch öffnet sich auch der Camtasia Recorder. Die sieht ein bisschen aus wie der von Snagit. Aber und Sie wählen aus, was wollen Sie aufnehmen, also den gesamten Bildschirm.
Oder vielleicht nur einen Teilbereich, den Sie dann auch hier definieren können. Da bekommen Sie auch wieder so ein Fadenkreuz. Sie können Ihre Kamera mit an- oder ausschalten. Ich probiere das mal gerade, aber ich habe das Gefühl, das wird, ja, manchmal schneidet sich das mit der Webinar-Software unschön. Ja, da steht gerade Kamera nicht verfügbar. Genau. Also auf Ihrem Rechner sollte es funktionieren, wenn Sie nicht gerade parallel die Webinar-Software am Laufen haben und haben auch hier die Möglichkeit, Ihre Mikrofon mit aufzunehmen und auch hier die Möglichkeit, mehrere Mikrofone auszuwählen, wenn Sie mehrere angeschlossen haben. Und dann starten Sie Ihre Aufnahme, so wie Sie es auch machen würden, über die Aufnahmetaste und dadurch wird dann Ihr Video aufgezeichnet. Ja, der zweite Weg, ja, und viele Wege führen nach Rom, ist eigentlich auch direkt über PowerPoint selbst. Da können Sie innerhalb von PowerPoint, gibt es zwar auch eine Funktion, die ist bei PowerPoint eingebaut, es gibt aber auch ein praktisches Add-in bei uns. Ja? Und dieses Add-in finden Sie unter dem Reiter Add-in für Camtasia. Und da können Sie die Aufnahme direkt in PowerPoint ausstarten, inklusive haben auch hier die Möglichkeit, einen Ton und so weiter aufzunehmen. Und das hat noch ein paar weitere Vorteile. Und deswegen starte ich jetzt einfach mal die Aufnahme. Und das wird jetzt, na, okay, das macht das jetzt als Fenster. Ist okay, machen wir so. Ich klicke dann, die Aufnahme wird dann gestartet. Ich muss dann nochmal hier auf der rechten Seite nochmal das definieren. Und jetzt gebe ich meine Präsentation. Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute mal das Sonnensystem an. Wir haben hier verschiedene Planeten. Die haben wir vorhin schon einmal gemerkt. Deswegen gehe ich hier noch ein bisschen schneller durch. Venus ist ein weiterer Planet. Und da gibt es natürlich die Erde. Und am Ende gibt es Mars. Und wir freuen uns auf die nächste Unterrichtseinheit nächste Woche. So, und jetzt haben wir hier bekommen wir einen Dialog, da können wir die Aufnahme fortsetzen, wenn wir noch andere Inhalte zeigen wollen. Aber in dem Fall will ich das Ganze beenden, damit wir es in Camtasia bearbeiten können. Ich gebe der Sache einen Namen und klicke auf, was möchten Sie als nächstes tun? Aufnahme nur produzieren, dann kriegen Sie nur ein Video ohne Nachbearbeitung. Aber ich will die Sache eigentlich hier bearbeiten, deswegen wähle ich die zweite Option. Klicke OK. Und jetzt wird mein Video in Camtasia geöffnet und es öffnet sich hier oben links im Clip-Auswahlfenster. Und das Clip-Auswahlfenster ist der Ort, wo Sie alle Aufnahmen oder Elemente für Ihr Video ansammeln. Ja, wenn Sie mehrere Elemente haben, können Sie die auch hier importieren. Wenn Sie andere Aufnahmen haben, können Sie noch eine Aufnahme durchführen oder über einen Rechtsklick Medien importieren, können Sie weitere Videos auch importieren, zum Beispiel auch die Videos, die wir vorhin erstellt haben und auf unserem Desktop gespeichert haben. Zum Beispiel unser Aufsatzfeedback nehme ich jetzt einfach mal mit rein. Dann wird es hier ebenfalls in diese Clip-Auswahl hinzugefügt. Das ist aber erstmal nur eine Sammlung. Das ist noch nicht im fertigen Video drin. Denn alles, was im Video drin muss, müssen wir hier runter auf die Timeline ziehen. Das sieht durch Klicken, Halten und Ziehen. Und das ziehe ich und ich schiebe es nach ganz links auf meine Timeline. Und wenn ich das PowerPoint Add-in benutzt habe, habe ich auch die Möglichkeit, meine Foliennotizen, also das, was ich unterhalb meiner Notizen vielleicht kommentiert habe, sogar als Untertitel zu importieren. Ich klicke mal klar Ja, aber dann verstecken wir mal diese Spur, dass wir da uns darauf erstmal nicht konzentrieren, sondern wir konzentrieren uns jetzt erstmal nur auf unsere Aufzeichnung. Ich zoome hier mal ein bisschen heran, dass wir das Ganze ein bisschen größer sehen. Ja, und Sie sehen, auf unserer Spur haben wir zwei Clips bekommen, die wir hier runtergezogen haben. Das eine ist, da steht auch schon Bildschirm, das ist wirklich die Bildschirmaufnahme. Und das zweite ist die Tonspur, also das, was ich gesprochen habe. Je nach Einstellung, manchmal werden die parallel importiert, manchmal werden die als ein Clip hier unten importiert. Wenn Sie nur einen Clip haben und Sie möchten die beiden trennen, geht das mit einem Rechtsklick, Video und Audio trennen. Aber so wie es ist, ist das jetzt erstmal gut. Wir können uns auch hier das Video anschauen und anhören. Dann sehen wir erstmal eins zu eins alles, was wir gemacht haben. Und wie auch bei Snagit, wenn wir jetzt erstmal, ja, ich habe auch die ersten paar Sekunden, habe ich ja erstmal noch ein bisschen geredet, bevor ich überhaupt im Lernstoff drin war. Dann suchen wir jetzt mal die Stelle. Durch Anhören findet man die ganz schnell. Genau, an diesem Punkt fängt das Ganze eigentlich wirklich an, hier. Das heißt, wenn ich diesen ersten Bereich markiere mit meinem grünen und roten Punkt, so wie ich das aus Snagit auch kenne, kann ich dann ein bisschen anderes Symbol über Ausschneiden auch hier einen Bereich herausschneiden oder auch aus der Mitte Fehler entfernen, die ich in meiner Aufnahme drin habe. Ja, ich kann auch, wenn ich jetzt dann mehrere Aufnahmen gemacht habe oder nein, einen Schritt noch, also ich kann Sachen entfernen. Meine Aufnahmen sind jetzt auch so lang. Ich könnte Aufnahmen auf der Timeline kann ich aber auch kürzen, indem ich sie einfach am Rand nehme und dadurch wird dann einfach die letzte, in dem Fall Sekunde, Pi mal Daumen abgeschnitten. In dem Fall von dem Ton und in dem Falle würde ich das jetzt auch von dem Bild machen, damit das Ganze synchron bleibt. Wenn Sie mehrere Elemente
oder Videos erstellt haben, die Sie kombinieren wollen, können Sie die von hier oben dann runter auf die Timeline ziehen und von der Anordnung einfach hinter ein anderes Video setzen. Ja, und dann gehen wir von unseren Folien rüber in die nächste Aufnahme. Und da sehen Sie auch hier von den Zeiten her, wo genau das eingefügt wird. Ich weiß, wir haben nur noch ein paar Minuten Zeit, deswegen werden wir in Camtasia nicht so tief einsteigen können, aber es gibt wirklich ausgezeichnete Tutorials, die Ihnen gerade diese ersten Schritte noch einmal Schritt für Schritt genau näher bringen. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne jetzt auch gleich schon mal stellen. Ich werde nämlich in 3, 4 Minuten mir das Fragefenster dann zu Camtasia noch einmal genauer anschauen. So, jetzt kann es in Ihrem Video vorkommen, dass Sie an einer Stelle sagen, ups, mir ist ja ein Fehler passiert. Ich will jetzt das ganze Ding nicht nochmal neu aufnehmen, sondern vielleicht reicht mir auch wirklich nur, diesen Fehler so ein bisschen zu korrigieren oder zu patchen, wie man auf Englisch sagen würde. Und hier gibt es in Camtasia mehrere Effekte und Funktionen. Hier auf der linken Seite finden Sie all die. Da kann man sich auch einfach mal ein bisschen durchklicken und selbst probieren und schlau machen. Was ich aber gut finde, sind die sogenannten Anmerkungen hier oben. Ja, denn diese Anmerkungen sind, so ähnlich wie in Snagit auch, Pfeile, Formen und sonstige Sachen, die Sie auf Ihre Videos draufbauen oder drauflegen können. Wenn Ihnen jetzt bei Ihrem Turm zum Beispiel auffällt, dass Sie zum Merkur eine falsche Angabe gesagt haben, Sie haben gesagt, der Durchmesser ist fast 6000 Kilometer, obwohl er eigentlich 4000 Kilometer ist oder 4,8 ist, ja, könnten Sie dann zum Beispiel an dieser Stelle im Video positionieren wir den Suchbalken an der Stelle, wo das stattfindet, und wählen das den Reiter oder gehen in die Anmerkungen, können hier den gewünschten Stil auswählen, den wir benötigen, und klicken und ziehen das einfach auf unser Video drauf. Können dann auch hier Text eingeben mit hier 6000 Kilometer. Ups. Ja, und so wie Sie das auch auf PowerPoint oder ähnliches können, können Sie dann auch diese grafischen Elemente positionieren und haben nun in Ihrem Video, das Sie nachher produzieren, haben Sie dann die zusätzliche Anmerkung, die halt nochmal zu Ihrer Aufnahme etwas hinzufügt. Da können Sie auch nochmal Text oder Sprechernamen oder sonstige Elemente mit diesen ganzen Elementen einfügen. Und dieses Callout taucht einmal hier in diesem Vorschaufenster an. Hier arrangieren Sie ein Element im, ja, nicht im zeitlichen Raum, sondern im Raum selbst, also da, wo es gezeigt werden soll. Und hier unten auf der Timeline wird es im zeitlichen Raum definiert. Wenn wir uns das Video jetzt nämlich anschauen, sehen wir, da oben haben wir auch so ein bisschen die Angaben, 4 Sekunden, ja, taucht das Video, Entschuldigung, der rote Callout, die rote Sprechblase dann auf, wenn wir bei Sekunde 6 ankommen. Wenn das aber schon ein bisschen früher auftauchen soll, also sagen wir da, wenn Merkur auftaucht, dann suchen wir erstmal hier fängt der Übergang ungefähr an dieser Stelle. Und das heißt, wir positionieren durch Klicken und Schieben das Callout, dass das genau da anfängt, dass das dann ab Sekunde Merkur zu sehen ist. Dann können wir gucken, bis wann soll das zu sehen sein. Ja, da sind wir mit dem Merkur ungefähr fertig an dieser Stelle. Und dann nehmen wir das und kürzen es, um dann sicherzustellen, dass dieses Callout dann nur, wenn der Zeitraum von Sekunde, ja, 3,5 bis 7,5, Pi mal Daumen, angezeigt wird und dass es dann verschwunden ist, wenn wir über Venus reden und so weiter. Also so können Sie dann auch hier mit den verschiedenen Effekten noch zusätzlich Elemente hinzufügen. Sie haben mit Camtasia, wie gesagt, auch mehr Nachbearbeitungsmöglichkeiten. Wenn Sie zum Beispiel einen Abschnitt hier neu vertonen möchten, können Sie den auch, wenn Sie den zum Beispiel auswählen, können Sie über gesprochener Kommentar auf der linken Seite, können Sie auch eine neue Aufnahme direkt hier drin machen, wo Sie einfach nochmal diesen Bereich neu einsprechen. Ja, und das schließt unseren Abschnitt zum Sonnensystem ab. So. So, jetzt muss ich der ganzen Sache einen Namen geben. Und ups, das hat es mir gar nicht hier in den Abschnitt gesetzt, sondern es hat ab diesem Zeitpunkt einfach eine neue Tonaufnahme erstellt. Die liegt jetzt hier. Nun kann ich die einfach nochmal über diesen Abschnitt legen, wo ich über den letzten Teil rede, den ich ersetzen möchte. Und nun ist dann aber, bin ich dann aber gefragt, dass ich den alten Ton ersetze. Und das geht zum Beispiel mit einem Rechtsklick. Da kann ich, obwohl, da gehe ich eigentlich, hier kann ich einen rechten Mausklick machen. Wähle ich erst diese Option aus, mache einen rechten Mausklick und kann Audio stumm schalten. Das wird alles auch noch mal in den Tutorials ein bisschen genauer erklärt. Und ich glaube, das Wichtige ist wirklich, oder ein wichtiger Punkt ist, dass man in Camtasia sehr viel über Rechtsklick auch steuern kann, dass sie auch da Sachen finden. Gut, ich gucke mir gleich die Fragen noch an. Ein letzter Punkt, wenn Sie mit diesem Video, mit der Bearbeitung fertig sind, müssen Sie es ja noch weitergeben. Und in Camtasia gehen Sie nicht, oder wenn Sie auf Datei speichern gehen, speichern Sie nur ein Camtasia-Projekt ab. Das ist sozusagen so wie eine PPTX-Datei, die Sie immer wieder aufmachen und weiter bearbeiten können, die aber von Ihren
Schülern wahrscheinlich nicht geöffnet werden können. Das sind, die haben auch Camtasia und vor allem auch können sie nicht woanders hochladen. Stattdessen müssen sie ihr Video produzieren, ja, und das geht über den Reiter weitergeben. Da können Sie Datei auswählen oder es geht auch hier oben, Datei, können es direkt an YouTube und so weiter hochladen oder wenn Sie auch einfach nur lokale Datei klicken, dann kriegen Sie hier so ein Dropdown-Menü und können dann hier sagen, ich hätte ganz gerne einfach nur eine MP4, weil ich die bei mir im LMS einspielen kann. Ich klicke dann auf Weiter. Da, weil ich Untertitel drin habe, meckert er jetzt gerade ein kleines bisschen, da können wir gleich noch drauf gucken. Gib der ganzen Sache einen Namen, klicke auf Fertig und dann wird das Video noch einmal gerendert. Das heißt, es wird dann nochmal zusammengeschrieben mit all unseren Anmerkungen in ein fertiges Video, das Sie dann weitergeben können. Ja, aber auch so können Sie dann mit Camtasia ähnliche Sachen aufnehmen, wie ich es auch mit Snagit gezeigt habe, Präsentationen, andere Dokumente, aber haben halt durch diese Nachbearbeitung nochmal viel weiterreichende, ja, Möglichkeiten und die Endresultate sind der Regel auch etwas professioneller. Gut, jetzt schaue ich mir aber mal kurz die Fragen an, die inzwischen gekommen sind, zu allem und jenem. Können auch gerne noch mehr weitere Fragen stellen. Wir haben noch ein paar Minuten. Ich gucke mal, was wir alles haben. Also, eine Frage kam: Sind Kamerafahrten wichtig zum Herein- und Rauszoomen? Ich denke mal, die Frage bezieht sich auf Camtasia. In Snagit selbst sind Kamerafahrten nämlich nicht möglich, in Snagit aber. Und dann machen wir doch einfach mal hier dieses Beispiel. Wir wollen jetzt hier diese Statistik etwas genauer zeigen, die wir aber im Gesamtbild aufgenommen haben. Ja? Ganz einfach, ich positioniere meinen Suchbalken an der Stelle im Video, wo ich hereinzoomen oder fahren möchte. Und dann muss ich auf der linken Seite, die Zoom-Effekte finden Sie unter Animationen. Animationen gibt es in zwei Varianten. Animationen als oft unter diesem Reiter und Zoom und Schwenk. Mac-Nutzer haben leider nur die Animationen. Mac-Nutzer würden dann hier Vergrößer nehmen und das an die Stelle im Video ziehen und dann würde man hereinschwenken. Windows-Nutzer haben es aber um einiges leichter, weil wir dieses coole Zoom und Schwenk haben. Und da hat man hier diesen Kasten und alles, was man machen muss, wenn man am richtigen Zeitpunkt ist, ist, dass man diesen Balken einfach nimmt oder diesen Kasten und auf die Stelle zieht, den man zeigen möchte. Da sehen Sie schon, das Helle ist jetzt der Zoom-Bereich. Und ich bekomme an der Stelle in meinem Video so einen kleinen Pfeil. Das nennt man einen Keyframe oder einen Action-Pfeil. Und wenn wir uns das Ganze anzeigen, bedeutet dieser Pfeil im Grunde, von diesem Zeitpunkt wird herangezoomt. Ja, ich spiele das Ganze mal ab. Bitte beachten Sie das Vorschaufenster. Ich hoffe, die Übertragung macht das mit. Und dann zoomen wir heran und bleiben nun in dieser Ansicht, die wir jetzt auch hier oben links sehen, in unserem Video bis zu einem späteren Zeitpunkt. Und wenn wir wieder herauszoomen wollen, müssen wir in dem Zeitpunkt unseren Suchbalken positionieren, gehen wieder in den Reiter Animationen, Zoom und Schwenk und machen diesen Kasten einfach wieder groß. Ja, und können auch Originalgröße klicken, um das Gesamtbild wieder anzuzeigen. Dann erhalten wir unseren zweiten Pfeil und haben nun die Situation, wir zeigen das Gesamtbild, wir machen eine Kamerafahrt, das lässt sich auch schwenken, muss nicht nur zoomen. Und dann zoomen wir auch wieder heraus. Gut, ich hoffe, das konnte die Frage beantworten. Welche Fragen haben wir denn noch? Funktioniert das PowerPoint-Add-in auch im PowerPoint 2019 im Mac? Nein, aber da haben Sie als Mac-Nutzer Glück. Ich bin ja eigentlich auch ein Mac-Nutzer. Denn wenn Sie mit Camtasia unter Mac einfach ganz normal Ihre PowerPoint aufzeichnen, indem Sie den Recorder benutzen, den Sie hier oben aufrufen, übernimmt er die komplette Funktionalität, die unter Windows mit dem Action Pad-in, mit dem Adding gemacht werden muss. Das heißt, unter Mac starten Sie einfach eine Vollbildaufnahme, ja, in Ihrem Recorder, lassen Ihre Präsentation durchlaufen und nichtsdestotrotz sollten zum Beispiel Ihre Untertitel oder Ihre Kommentare der Folien dann in Camtasia für Mac dann als Untertitel importiert werden. Das heißt, da werden benötigen Sie das eigentlich nicht. Gut, ich hoffe, das beantwortet die Frage in dem Sinne. Ist es für die spätere Bearbeitung in Camtasia nötig, die Datei als ZIP zu exportieren? Jein. Also, was für eine spätere Bearbeitung, ganz wichtiger Punkt. Ich speichere mein Projekt jetzt mal ab. Ich nenne das Ganze mal meinen Test 1. So, und dieses Test 1 Projekt liegt jetzt bei mir auf dem Desktop. Da schauen wir mal kurz drauf. Wo haben wir ihn? Test 1. Ja, und ich zeige Ihnen mal gerade etwas Wichtiges, und zwar die Dateigröße. Die ist in diesem Fall winzig klein, 31 Kilobyte. Das heißt, in diesem Projektdatei sind die Dateien nicht drin, sind die eigentlichen Aufnahmen nicht drin, sondern die Datei verweist nur auf die Aufnahmen, die wir gemacht haben. Das wird gemacht, damit die Dateigröße klein bleibt und Sie nicht zu viele Duplikate Ihrer
Videos auf Ihrer Festplatte bekommen. Zum Weiterbearbeiten benötigen Sie deshalb oder auch am Weitergeben für andere Leute diese Projektdatei als auch die Aufnahmen, also in diesem Fall war es ja Aufsatz und diese andere Aufnahme, die Sie gemacht haben. Das ist natürlich dann ein bisschen schwierig manchmal. Und in dem Sinne, wenn Sie Ihr Video fertig haben und Sie wollen es archivieren oder Sie wollen es an andere weitergeben oder einfach so abspeichern, dass es idiotensicher ist, Entschuldigung, idiotensicher, ich sage das einfach ganz gerne, gehen Sie auf Datei, speichern, Entschuldigung, exportieren und dann exportieren Sie es als gesippte Projektdatei. Denn jetzt haben Sie die Möglichkeit, ich klicke mal auf Speichern, ja, wird das gesamte Projekt inklusive der Aufnahmen zusammengesippt, liegt es auch hier auf meiner Festplatte. Und dann sehen Sie auch schon an der Größe, dass es dann nicht nur die Projektdatei enthält, sondern auch die Aufnahmen. Und jetzt reicht es, diese ZIP-Datei dann andere Personen weiterzugeben oder irgendwo zur Archivierung abzulegen. Und dann haben Sie alle Möglichkeiten. Wie weit kann man die Framerate heruntersetzen, um Speicherplatz zu sparen? Ich vermute mal, das bezieht sich jetzt auf Camtasia. Also, wenn Sie Ihr Video produzieren, ja, ich weiß, wir sind schon offiziell, sind wir schon bei 12 angekommen. Ich würde jetzt einfach sagen, wir haben noch viele Leute in der Leitung. Ich mache einfach noch ein paar Minuten weiter. Wenn Sie keine Zeit mehr haben, ich schicke Ihnen im Anschluss natürlich noch den Rest der Aufzeichnung noch zu. Das heißt, Sie können die letzten Minuten auch noch mal dann nachholen. So, zurück zu der Frage. Dateigröße. Produzieren wir jetzt mal unser Video, das wir hier erstellt haben. Und wenn wir hier standardmäßig eins von diesen Einstellungen auswählen, haben wir in dieser Ansicht eigentlich gar nicht wirklich Bearbeitungsmöglichkeiten oder Entschuldigung, Einstellungsmöglichkeiten. Und da kann es auch mal vorkommen, dass die Dateigröße ein bisschen zu groß ist. Gerade in der aktuellen Zeit, ich merke es ja auch immer jetzt in meinem Internet, das wird auch momentan sehr belastet. Wie kriegt man die Dateigröße etwas kleiner? Und das geht folgendermaßen. Also, ich schließe das nochmal. Gehen Sie wieder auf Weitergeben. Wählen Sie auch hier wieder lokale Datei oder beziehungsweise benutzerdefiniert. Das geht sogar schneller. Na egal, gehen wir auf lokale Datei. Dann kriegen Sie dieses Dialogfenster. Und statt dieser Profile haben Sie hier unten dann benutzerdefiniert. Aktivieren wir nun. Wählen dann auf der nächsten Seite wieder MP4. Das sollten Sie auf jeden Fall wählen. Das ist ein sehr gutes Format. Und haben dann hier auf der nächsten Seite dann wirklich Möglichkeiten, Ihr Video nochmal von der Produktionseinstellung her anzupassen. Wenn Dateigröße wichtig ist, können Sie gucken, wenn das hier eine sehr, sehr große Abmessung ist, also mehr als das, was ich jetzt hier stehen habe, könnte es vielleicht auch helfen, dass Sie hier vielleicht die finale Videogröße schon etwas runtersetzen. Ja, besonders wenn Sie hier mit 2000, 3000 Pixel stehen haben, das ist eine sehr große Dateigröße, können Sie hier die Größe des Videos reduzieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit, hier in den Videoeinstellungen im dritten Reiter einmal die Framerate zu definieren. Das heißt, Sie können auch hier sagen, ich würde das ganz gerne runterrechnen oder auch automatisch machen lassen. Das funktioniert eigentlich ganz gut. Wenn Sie nicht so viel Bewegung im Video haben, dann macht Camtasia das dynamisch ganz gut bei dem Runterrechnen. Sie haben aber, und das finde ich ganz wichtig, hier so einen Encodierungsmodus. Und da gibt es zwei Einstellungen. Einmal Bitrate. Und diese Zahlen sind sehr schwer zu verstehen. Ich selbst bin da auch meistens überfordert. Deswegen mache ich stattdessen diesen Reiter Qualität. Und standardmäßig sitzt er bei 60%. Und hier haben Sie wirklich die Möglichkeit, einfach zu sagen, ich will eine höhere Qualität haben, was sich natürlich auf die größere Dateigröße widerspiegelt. Aber Sie können auch sagen, ja, dieses nächste Video produziere ich jetzt mal mit 30%. Das wird dann eine kleinere Dateigröße am Ende haben, aber von der Qualität natürlich auch etwas einbüßen. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, was für Ihre Ansprüche gerecht wird. Ja, und da können Sie auch hier über diese Vorschauoption unten links auch nochmal hier genauer anpassen, wie das für Sie passt. Bei den Audioeinstellungen kann man auch nochmal Dateigröße sparen. Standardmäßig produziert er mit 128 Kilobit. Persönlich denke ich, dass man mit 112 oder 96 ist es meistens auch noch verträglich. Das ist meistens auch noch klar genug, gerade für die Wissensvermittlung, für unsere Ansprüche. Wir sind ja keine Musiker, sondern wir müssen ja im Grunde nur unser Wissen effizient irgendwie vermitteln. Und da können Sie auch hier nochmal die Einstellung ein bisschen anpassen, um auch da etwas kleinere Videos zu produzieren. Sollten Sie dennoch weiter das Problem haben, dass Ihre Videos von Snagit oder Camtasia zu groß werden, würde ich Ihnen ganz gerne ein anderes kostenfreies Programm noch vorschlagen. Es gibt einen absolut genialen Open Source Converter und der heißt Handbrake. Den kann man herunterladen, bei sich auf den Rechner legen. Und ich weiß nicht, was die Jungs und Mädchen dort machen, aber
Die können Video, MP4-Videos nochmal so effizient runterrechnen. Die haben meistens nochmal ein Drittel unserer Dateigrößen, ohne dass es große sichtbare Qualitätseinbußen gibt. Also da können Sie sich auch überlegen, dass Sie eine Reihe Videos erstellen und die dann noch einmal am Ende durch Handbrake laufen lassen, um mal da nochmal die Dateigröße etliches zu reduzieren. Gut, schauen wir mal. So, dann kann man Profile definieren und an Gruppen geben. Also Sie haben wahrscheinlich die Situation, dass Sie eine Gruppe von Leuten haben, die mit ähnlichen Einstellungen arbeiten sollen. Ist momentan noch ein bisschen schwierig, da arbeiten wir ganz stark dran. Das kommt in der nächsten Version, wird es noch ein bisschen einfacher. Was Sie machen können, wenn Sie im Team sind. Wir haben einmal hier oben diesen Medien-Bin. Das heißt, hier haben Sie die Möglichkeit, wo Sie Ihre Elemente sammeln, die Sie für das jetzige Video brauchen. Wenn Sie nun aber etwas haben, was Sie immer wieder verwenden wollen, so vorgefertigte Intros zum Beispiel oder vielleicht auch so als bisschen als Vorgabe, wie ein Video aufgebaut werden soll, können Sie das in der Bibliothek abspeichern. Ich zeige das mal gerade. Ich importiere mal noch mal eine andere Datei und diesmal nehmen wir, ich weiß gar nicht, was das hier ist. Ah, doch, nehmen wir den hier. Statt einem Video importieren wir auch mal ein Bild. Das geht nämlich auch. Ja? Und sagen wir, dieses Bild soll in all unseren Videos vorkommen oder eingebaut werden von unserem Team. Dann kann ich das mit einem Rechtsklick in die Bibliothek ablegen. Und die Bibliothek ist ein Speicherort, der immer in Camtasia zur Verfügung steht. Also jedes Mal, wenn Sie Camtasia aufmachen, können Sie dann über Ihre Bibliothek, Ihr Standard-Wallpaper, Ihr Intro, Ihre Musik, Ihre was auch immer, haben Sie darauf Zugriff, können es dann auf die gleiche Weise klicken und ziehen, einfügen und müssen es nicht dann nochmal jedes Mal über Medien importieren, sondern haben dann da ein bisschen Konsistenz. Und wenn Sie eine Bibliothek angelegt haben mit verschiedenen Elementen, das können auch so vorgefertigte Anmerkungen sein, die lassen sich ebenfalls in der Bibliothek abspeichern, wenn Sie etwas definiert haben, können Sie diese Bibliotheken dann auch exportieren, um dann an einem Team zu geben. Und so können Sie dann an einem Team zumindest mal so die Grundelemente bereitstellen und sagen, hier ist das, was wir für unsere Videos eigentlich haben sollen. Sie können auch ein Dummy-Projekt erstellen, das so ein bisschen diese Sachen bereits beinhaltet, wo Sie bereits die Timeline, auf die Timeline Ihre Intro drauflegen und dieses Projekt vielleicht sogar als gesipptes Projekt Ihrem Team zur Verfügung stellen. Die importieren das dann und haben dann diese Grundelemente ebenfalls. Bei der Weitergabe können Sie, wenn Sie einmal Ihre Profile oder Ihre Einstellungen gefunden haben, die für Sie sind, können Sie ein eigenes Profil anlegen, dass Sie selber diese Einstellungen nicht jedes Mal neu definieren müssen. Allerdings lassen sich diese Profile noch nicht besonders gut weitergeben. Es geht zwar über XML-Dateien, wenn man irgendwo im System sucht und kramt, aber ich würde es eher machen, dass man das mit einem kleinen Video vielleicht dokumentiert oder einer kleinen Einleitung, wie man sich so ein Profil selber einrichtet und dann jede Person im Team muss sich dieses Standardprofil einmal kurz einrichten. Ja, das ist so ein bisschen die eine Voraussetzung. Gut, schauen wir noch mal kurz auf die Fragen. Dürfen wir den Mitschnitt des Webinars teilen? Super, ja, bitte an alle Welt teilen. Ich schicke auch noch die Aufzeichnung vom letzten Monat mit, von den Camtasia und Snagit Standard-Webinaren, wo wir in der Dreiviertelstunde nochmal tiefer in die Programme eingehen. Die Webinare werden nächste Woche auch nochmal live durchgeführt, aber da können Sie sich heute schon mal vielleicht schon mal das anschauen, wenn Sie das wollen. Ist ein neues Release geplant für dieses Jahr von Camtasia? Ja, das ist sogar schon für Anfang Sommer gedacht. Mai, Juni, Pi mal Daumen, haben wir es gerade im Auge. Und da wird so Teamfunktionalität noch einmal kräftig ausgebaut. Gut, der jemand ist der Ansprechpartner als Admin für Camtasia. Da würde ich doch einfach in den XML-Dateien, da würde ich doch einfach sagen, wir schließen uns noch mal kurz. Ich kann Ihnen noch mal ein bisschen besser helfen, wie man das Ganze dann für Teams vorbereitet oder für Ihre Teams vorbereitet. Was haben wir denn sonst noch für Fragen drin? Kann ich in Camtasia auch den Mauszeiger aktivieren? Ja, also damit meinen Sie wahrscheinlich, kann ich den Mauszeiger auch zeigen? Ja, das ist ja auch drin. Sie sehen schon hier in meiner Aufzeichnung ist jetzt hier oben mein Mauszeiger drin und der ist jetzt einmal sichtbar. Der sollte sich auch bewegen, wenn wir uns jetzt hier durch unser Video bewegen. Okay, hatte ich vielleicht vergessen, den aufzunehmen, zu bewegen während der Aufnahme. Und dann habe ich hier auf der linken Seite, finden Sie die Cursor-Effekte. Damit können wir den Cursor hervorheben. Da sehen Sie auch schon, ich ziehe den jetzt einfach auf meine Aufnahme oder auf mein Vorschaufenster, dann sehen Sie auch schon, der Cursor wird gelb hervorgehoben. Auf die gleiche Weise können wir auch Klicks hervorheben, indem wir diesen Klick hinzufügen. Dann machen wir mal das mit dem Gelben. Und diese Option finden Sie dann hier auf der rechten Seite,
finden Sie auch zu jedem Effekt, zu jedem Clip, den Sie ausgewählt haben, finden Sie die Eigenschaften. Und wenn ich dann meine Aufnahme auswähle, die den Effekt mit dem Hervorheben jetzt drin hat, mit dem Cursor, dann lässt sich auch hier dann nochmal der Effekt dann nochmal farblich anpassen oder halt auch wieder entfernen. Und auf die gleiche Weise können sich dann auch Klicks und so weiter aktivieren lassen. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Kann man Videos bearbeiten, die mit anderen Produkten als Camtasia erzeugt wurden? Ja, das geht auch. Hier können Sie in Camtasia alle gängigen Videoformate importieren, also in der Regel MP4-Dateien, aber auch, ich zeige das Ihnen mal, wir gehen mal hier auf Medien importieren und ich mache mal hier dieses Dropdown auf. Und ich weiß nicht, wie gut man das jetzt sehen kann. Also wir importieren Videodateien, machen wir unsere eigenen Aufnahmeformate, Camrec und T-Rec, AVI, MP4, MPG, Windows Media, MOV, MTS. Also die meisten Videoformate werden importiert, als auch Ton- und Bilddateien, als auch PowerPoint-Dateien können Sie ebenfalls als dann Bilddatei, als Bild, statische Bilder können Sie die Folien ebenfalls einfach reinziehen, wenn Sie das machen wollen. Ja, das heißt, Sie können dann auch gut mit einer Aufnahme arbeiten, die Sie mit einer Kamera gemacht haben oder die Sie von einem Kollegen oder einer Kollegin zugeschickt werden. Ja, gut. Gibt es sonst noch Fragen? Sonst würde ich mit Blick auf die Uhr dann die Sache jetzt auch kurz zu langsam zu Ende bringen und Ihnen dann auch die weiteren Ressourcen zuschicken, dass Sie dann vielleicht auch auf eigene Faust sich ein bisschen tiefer in die Tools reinarbeiten können. Ich schaue nochmal gerade auf die Fragen. Genau, nochmal die Nachfrage zu diesem Cursor-Effekt. Das ist wirklich nur bei Camtasia drin. Wenn man jetzt nur Snagit verwendet, was ja wie gesagt momentan auch kostenfrei zur Verfügung steht, können Sie während der Videoaufnahme, ich mache das andere mal gerade weg, hier sehen wir es ein bisschen besser, Videoaufnahme können Sie während der Aufnahme den Cursor mit aufnehmen, das heißt, Sie sehen, wo Sie hinklicken, aber diese Effekte können Sie da nicht einfügen. Und nachdem Snagit die Aufnahme bereits ja, als MP4 kodiert, ist der Cursor in der Snagit-Aufnahme auch fest eingebrannt und kann dann nachträglich auch nicht bearbeitet werden. Das heißt, um den Cursor anschließend bearbeiten zu können, muss die Aufnahme mit Camtasia gemacht werden, dass Sie diese Flexibilität haben, dieses Cursor-Element nochmal nachträglich zu bearbeiten. Ja, bei Snagit, wir haben hier zum Beispiel auch unsere Aufsatzaufnahme, da wurde der Mauszeiger einfach als statisches Bild aufgezeichnet und kann dann nicht weiter bearbeitet oder entfernt werden. Gut, fragemäßig scheinen wir hoffentlich jetzt, sieht ganz gut aus. Kommt jetzt auch nicht viel weiteres rein. Gut, dann gehen wir dann nochmal zurück zu meiner zu meinen Folien. Ganz zum Schluss. Boah, viel zu viele Fenster offen. Ja, das kennen Sie ja bestimmt selber von sich auch. Von sich auch. So, Video-Review hatten wir. Fragerunde hatten wir gerade eben auch schon abgeschlossen. Oder sind jetzt gerade am Ende? Gut, dann Einzige, was es von meiner Seite noch zu sagen gibt an dieser Stelle, ist erst einmal danke für Ihre Teilnahme. Und wie gesagt, ich werde Ihnen gleich noch, oder ja, es dauert ungefähr 1, 2 Stunden, bis die Aufzeichnung fertig ist oder vorbereitet ist, eine E-Mail von mir bekommen, da haben Sie die Aufzeichnung drin. Ich schicke auch noch mal einen Link zu der, ja nicht der Testversion, aber auch vor allem zu dieser Covid-Aktion, die wir gerade anbieten, wo Sie Video-Review und Snagit auch kostenfrei benutzen dürfen und können. Bei Video-Review bin ich mir nicht sicher, wie viele von Ihnen das machen können, aber bei Snagit, da wird alles auch lokal gespeichert, das steht Ihnen hundertprozentig, sollten Sie benutzen dürfen. Auch der Verweis nochmal auf die nächsten Live-Webinare, wo wir nochmal gezielt auf die einzelnen Programme viel tiefer einsteigen werden. Da schicke ich auch nochmal Links mit zu. Da können Sie sich ebenfalls anmelden, wenn Sie das interessiert. Ja, und viel mehr gibt es noch nicht zu sagen. Ich werde jetzt gleich mein Mittagessen gehen und ich hoffe, Sie werden das Gleiche tun. Und wenn sonst noch was ist, können Sie sich natürlich auch jederzeit gerne wieder an mich oder auch meine Kollegin Frau Maurer oder sonst unsere Leute von TechSmith wenden. Ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, Sie haben viel Spaß und vor allem auch viel Erfolg mit unserer Software und dass wir alle gesund und heil durch diese aktuelle Zeit kommen. Also, bis dann und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.